Und Lisa, was sagst du zu dem Gerät? Ist wuchtig. Ne? Wuchtig? Schönen guten Morgen und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Leute, es ist endlich da. Nach 3,5 Stunden anpassen sind wir jetzt zum Acker gefahren. Ist natürlich eine Menge zu machen. Schläuche anpassen, den Schlauch oben anpassen. Dann habe ich mir noch mal fix eine Kamera gegönnt, damit ich auch mal hinten was sehen kann, weil das ist ganz wichtig mit der Powerlift-Achse hier hinten. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch die Unterlenker und die Oberlenker noch mal ein Stück versetzen, damit das Gerät ein Stück weiter nach hinten kippt. Und dann können wir mal gucken, ob wir da heute schon mal ein bisschen Gülle durchkriegen. Ansonsten sehr beeindruckend. Das Ding ist riesig. Das Ding ist schwer, wiegt fast 6 Tonnen. Deswegen auch die Powerlift-Achse, damit immer aktiv mit ausgehoben wird. Das wäre sonst zu viel für die Heckkraft und auch die Gefahr auf negative Stützlast bei dem Kugelkopf. Das wäre also zu viel. Ja, ich bin gespannt. Leute, ich bin echt gespannt, wie das Ding performt. Auf jeden Fall Respekt ist total da vor der Größe. Das Ding ist so massiv riesig, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Vor allem lang, groß, robust, schwer. Hast schon gesagt, der Respekt ist da. Respekt ist da, Leute. Also das Ding ist wirklich... Ja, und da muss man sich natürlich auch einfuchsen, wie sowas funktioniert. Wo gibt es da Stellschrauben? Eine neue Maschine ist halt... Gerade bei sowas, das ist halt mega komplex und das ist auch weitaus komplexer, als man vielleicht denkt. Da sind manchmal nur kleine Dinge am Winkel, die man da ändert und dann hat das gleich einen riesen Einfluss. So, da kommt der Mechaniker wieder und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Schönen guten Morgen. Ja. Wir haben heute Sonntag früh und 9 Stunden erster Einsatz. Noch ohne Erfolg. Ich muss aber auch sagen, wir hatten keinen Mechaniker dabei. Der war Freitag schon da, der war auch bei mir im Büro. Wir haben erzählt, dann hat er einen Anruf gekriegt, familiärer Zwischenfall. Kann ich verstehen, habe auch gleich zu ihm gesagt, fahr nach Hause. Wir gucken schon, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, frisch geduscht, frisch rasiert, motiviert. Was sind die Probleme? Kann ich euch nachher am Gerät zeigen, aber jetzt muss ich erstmal hinten, weil die Servicetechniker sind jetzt gekommen. Wir haben jetzt Sonntag, 10 Uhr. Und ja, ich habe ja dann eine Powerlift-Achse da hinten dran, wegen der ganzen Last, weil das Ding wiegt 6 Tonnen. Ansonsten hat man Probleme mit negativer Stützlast am Fass und. Also das ist schon wichtig, aber man muss wissen, wie das Ding eingestellt ist, wie die Drücke so sind. Ziemlich komplex. Wir waren halt alleine mit dem Schlosser von Schröder. Auch Musik aus. Und der ist ziemlich gut, aber wenn man eine Technik zum ersten Mal sieht, und ich weiß, was da überall dran bei gedacht ist, ja, dann ist das ein bisschen schwierig. Wir haben das zum Ende nachher gut eingestellt gekriegt. Was war die Problematik? Wir hatten diese Powerlift-Achse, die lief anfangs nicht richtig. Dadurch konnte das eine Schar nach oben hin bei einem Stein nicht richtig ausweichen und hat sich dadurch verbogen und verdreht. Nicht nur der Schar, aber die Aufhängung. Ist ja klar, wenn es keinen Platz hat, kann nirgendwo hin und dann kommt der Stein und das Ganze ist gewaltig und dann verdreht sich das. Und dabei hat er es schon so einen weggekriegt. Dieses eine Schar, dass wir es nach dem Einstellen, ist es halt 3-mal gekommen, immer wieder der Scherbolzen sozusagen, dass das immer wieder abgeht. War auch nur das eine Schar. Ja, jetzt sind die Techniker da, die tauschen das jetzt alles und die gucken nochmal, dass das richtig eingestellt ist, weil das Ganze ist hier hydraulisch steingesichert und alle anderen hatten ja keine Probleme damit. Deswegen. Gülle ist noch nicht durch das Gerät gegangen, also wir wollten es natürlich auch mit der Erde erst vernünftig einstellen, damit die Höhe passt, das muss parallel laufen. Das zeige ich nochmal alles am Gerät, wenn es soweit ist. Für uns ist ganz klar, wer schuld ist, Flori. Flori war nämlich so motiviert, dass er direkt ein volles Fass Gerste mit zum Acker genommen hat. Das geht nie gut. Das geht nie gut und deswegen funktioniert das alles auch nicht. Haben wir ihm auch gesagt. Also unsere Erfahrungen sind da, wenn man gleich mit Mann und Maus immer anläuft, dann geht da immer irgendwas schief.
Deswegen wollten wir eigentlich ohne Gerste da erstmal hin. Und wenn das denn läuft, dann fahren wir einer holen. Aber ist egal, ist egal. Naja, ganz witzig auf jeden Fall. Gut, ich fahre da jetzt erstmal hin. Die Techniker sind da, die hatten eine harte Nacht. Die sind gestern Abend losgefahren, waren unterwegs irgendwo im Hotel geschlafen. Sind jetzt wieder hier. Mal hören, was die sagen. Ob da doch alles klappt und dann sehen wir weiter. Und Lisa, was sagst du zu dem Gerät? Ist wuchtig. Ne? Wuchtig? Ich meine, ich weiß nicht, wenn er läuft, macht er ein schönes Bild, aber ist schwierig. Willst du uns den mal kurz erklären? Ich, ne? Komm mit raus. Leute, was macht das Ding und was ist eigentlich so Besonderes und was ist eigentlich so krass? A, ist die so krass, dass das Ding 6 Tonnen wiegt, für das, was es können muss. Also, was kann es? Erstmal hier, wo der Char eingeht, wird erstmal der Boden und die Pflanzen aufgestimmt. Hauptsächlich ist das nur für Pflanzenreste. Die werden sozusagen durchgeschnitten, auch Grasnarben oder ähnliches. Dann haben wir hier hinten ein Tiefenlockerchar, ein Parabelchar, was sozusagen einmal den Boden anliftet und direkt hier hinter wird das Gerest in 2 Bändern abgelegt. Einmal legen wir es aktuell auf 12 cm und einmal so auf 22 cm. Und das Ganze ist wie eine Depotdüngung. Und genau über diese Ablage kommt nachher das Mais. Das heißt, wenn man hier so guckt, wird die Gülle genau da abgelegt, hier in der Mitte zwischen den beiden Rädern. Der Boden wird einmal angehoben, dann wird Gülle da reingelegt und dann wird er wieder abgelegt. Das ganze System funktioniert soweit gut, muss man sagen. Aber das Problem, was wir haben, ist, wir sind eins der Geräte mit der neuen Liftachse. Und ich bin eins von 2 Geräten überhaupt mit 50 cm mit der neuen Liftachse. Also, die meisten Geräte sind 75 und bei mir ist das Ganze hier so ein bisschen extra Wunsch und extra Modell und deswegen gibt es da ein paar Probleme. Und zwar ist das so, diese Reihen hier unter, die können, wenn ein Stein kommt, müssen die ausweichen. Und wenn man die Reihen begutachtet, da gehen die Räder bis hier oben hoch. Soweit, damit der Stein nicht, aber durch die Hebelwirkung kann sich das Char so ein Stück ausschwenken und dadurch kommen aber die Räder bis hier oben her. Und jetzt ist das so, ich kann zwar die Achse reinfahren und das mache ich auch, aber die Problematik, die wir hier haben, ist, das reicht nicht. Die Räder kommen bis hier gegen, das Char kann nicht ausreichend sich freidrehen und dadurch verdreht sich das und Bolzen brechen ab. Und das ist immer hauptsächlich bei einem Char hier gewesen. Also wir haben es heute anmontiert. Die Jungs waren ja da von der Technik und die haben das neu gemacht. Und dann habe ich, wie der Zufall so ist, natürlich in der dritten Bahn genau wieder einen Stein getroffen, der genau mittig war auf dieses Aggregat. Was aber auch letztendlich ganz gut war, haben wir schon gesagt. Weil, stell mal vor, wir wären jetzt erst hier rausgefahren, hätten die Flächen hier fertig gemacht, die sind steinfrei, dann wären wir zurück nach Hause gekommen und dann wäre es gar nicht mehr gegangen. Deswegen haben wir das jetzt repariert, sind auf die Fläche hier ausgewichen, 60 Bodenpunkte ungefähr und keine Steine, ganz wenig, ganz kleine. Fetter Ryan. Und okay. Und die Jungs sind jetzt dabei, heute ist Sonntag, wir haben jetzt 18 Uhr, aber die hatten um 16 Uhr eine Sitzung in der Firma mit den Konstrukteuren und überlegen jetzt, was sie hier machen können. Eine Idee ist, einen anderen Zylinder, damit das Ding richtig hochklappen kann, richtig wegklappen kann. Ursprünglich gab es ja sonst eine Liftachse in der Mitte. Ich muss sagen, die Liftachse an sich ist ganz gut. Warum braucht man die eigentlich? A, weil das fast keine 6 Tonnen richtig heben kann, also sehr schwer, sehr spärlich. Und zum anderen ist das der Punkt, weil das ganze Gerät so weit hinten raus ist, zieht das hinten so weit an den Unterlenkern und dadurch hat man negative Stützlast auf dem Kugelkopf, das sagt man. Und das geht nicht. Man kann keine negative Last auf den Kugelkopf haben. Dafür ist das nicht gebaut, sondern es ist immer, dass die Last auf der Kugel sitzt. Und das kann man auch nicht fahren ohne. Das geht nicht. Das geht nicht! Genau, das ist der Punkt. Ansonsten, wir sind jetzt 6 Hektar haben wir gemacht, ne, in den letzten 2 Stunden. Alter, das ist ultra. Also ich habe gewusst, ich habe vermutet, wie schwer sich das zieht. Aber ich habe nicht gedacht, dass sich das so schwer zieht. Gut, wir haben jetzt hier unseren schwersten Boden und das macht auch einen Unterschied. Da, wo wir als erstes waren, hatten wir leichten Sandboden. Da konnte ich 10 km/h ohne Probleme fahren. Da hätte man vielleicht 11, 12 fahren können. Momentan knabbern wir hier an den 8 oder 9 km/h. Das ist, oder Lisa? Ja. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Aber wir gucken uns das Bild mal an. Und cut. Was fällt dir als erstes auf, Lisa? Na, außer, dass das ein bisschen nachtropft.
sieht man kaum was. Man riecht nichts. Man riecht nichts, man sieht gar nichts. Also, es ist schön alles verschwunden. Genau. Ja, beim Ein- und Aussetzen hast du immer. Das ist ja nur ein bisschen Nachtropfen, so, ne? Aber ansonsten im Bestand, sag ich jetzt mal, oder mit dem Haufen Acker, wo man dann richtig fährt, dann nichts. Nee, hier sieht man gar nichts. Und so soll das eigentlich das Material aussehen. Ich meine, sicherlich die Oberfläche ist jetzt so ein bisschen klütrig, aber das ist auch so ein bisschen, weil es feucht ist und weil der Boden noch ein bisschen schwerer ist. Das kriegt aber die Maislege schon nachher zart gemacht und das schön abgelegt. Aber ansonsten, die ganzen Pflanzenreste, ist alles oben drauf. Und auch wenn da hinten Wildschaden war oder so, also bis jetzt hat das Gerät noch, ich filme die ganze Zeit den Boden und Lieder. Ansonsten hat das Gerät überhaupt noch keinen Haufen geschoben oder nichts. Das Einzige, was wir jetzt haben, ist das Problem mit den Steinen. Aber da sind sie hinterher. Und ich glaube, wenn die das mit der Liftachse in den Griff kriegen, dann könnte das wohl ganz gut funktionieren. Genau, also hier, das buddeln wir auch noch mal auf. Ich habe jetzt keinen Spaten hier, aber hier sind fahren sozusagen die Räder. Einmal hier, einmal hier und hier. Ich muss euch das sehen, wenn wir den Spaten haben. Weil das sieht alles so homogen aus. Da weiß man nicht, was war zwischen den Reifen mit dem Schar dazwischen und was nicht. Auf jeden Fall haben wir es vorhin aufgegraben und das sieht genauso aus, wie es sein soll. Also so ein V ist richtig gelockert. Im Prinzip ist das ein Tiefenlockerer mit Gülleband hinten dran, ne? Auf dem Strichabstand von 50 cm. Und die 50 cm ist eigentlich das, warum das jetzt so ein bisschen ins Straucheln kommt, weil das ist alles so halbe Spezialwunschanfertigung und. Von daher, ein neues Gerät, da haben sie auch ein bisschen was anderes ausprobiert, weil sie das besser machen wollten. Und das fällt dann auch dann auf, wenn dann eins der Wunschgeräte mit 50 ausgeliefert wird, dass es da Probleme gibt. Gut, wir sehen uns morgen früh wieder. Und dann gucken wir mal. Oder Lisa? Ja, nächste. Guten Morgen. Wir haben Montag früh. Wir hatten 11 mm Niederschlag. Das ist normalerweise nicht das Problem, weil wir dann morgens direkt uns besprechen und sagen, wir fahren heute auf einen sandigen Standort. Ist hier aber ein bisschen problematischer, weil wir können momentan nicht auf einen sandigen Standort fahren, weil unsere Maschine noch nicht steinfest ist. Und deshalb müssen wir erstmal hier gucken. Aber der Boden sieht ganz gut aus. Ach, hier ist eine Bahn zwischen zwei Geräten. Aber ihr seht, wie wenig Bodenbewegung das Ding macht. Das ist wirklich wenig. Ist auch schön krümelig oben drauf, der Boden. Jetzt rieselt der so ein bisschen vom Regen. Müssen wir mal gucken, dass ich euch jetzt hier mal eine Spur aufbuddel. Gucken, ob ich das Gülleband noch finde. So, diesmal gucken, dass ich das besser filme. Letztes Mal habe ich nicht so geil gefilmt. Man sieht es nur noch schlecht. Also hier ungefähr ist das erste Gülleband, hier merkt man, hier ist weich. Und hier unten ist das zweite Gülleband. Die Saat kommt nachher hier drüber. Sozusagen hier kommt das Saatkorn hin, kann sich das erste Gülleband erwachsen und dann das zweite. So ist also der Plan. Und das ist der Vorteil dieses Verfahrens. Also die Reihe sitzt genau über das Gülleband und kann sich sozusagen das komplette Gerest erwachsen und dahin wachsen. Ist aus rein pflanzenbaulicher Sicht und Nährstoffeffizienz das Geilste. Und man muss auch sagen, man lässt den Boden weitestgehend in Ruhe. Also ich merke das jetzt auch, wo ich hier viel gegraben habe. Hier sind trotzdem noch viele Regenwürmer. Die Gänge sind alle noch aktiv. Der Boden ist noch weitestgehend unberührt. So soll es hier eigentlich sein. Die Problematik ist jetzt nur, die Saatgutablage muss genau und gut aussehen. Da brauchen wir ja auch ein bisschen Feinerde ums Korn rum, damit er vernünftig keimt. Und ein Nachteil ist, wir haben schlechtere Bodenerwärmung. Auf unserem Standort, wir haben so ein bisschen brandenburgerische Verhältnisse, aber wir sind doch relativ weit Norden in Deutschland. Da muss man gucken. Aber ich denke, in der ersten Sommertrockenheit und der ersten trockenen Zone holt der Boden das ohne Probleme oder die Pflanzen das ohne Probleme wieder raus, weil wir haben deutlich weniger Bodenbearbeitung. Man sagt, man spart ungefähr 30, 40 Liter Wasser pro Quadratmeter durch diese Maßnahme. Selbst wenn wir nur 10 sparen, wäre das schon mal ein Vorteil, oder? Selbst das wäre ja schon mal ein Anfang. Ja, das ist erstmal der Punkt. Ich schmeiß das kurz noch mal ins Auto und spreche noch mal kurz über das Video gestern. Sprechen wir noch mal kurz über das Video gestern. Oder beziehungsweise das letzte Video kam heraus. Das Strip-Till war nur am Ende kurz zu sehen. Das Ding ist auch zum Ersten,
Das Video war auch schon lang genug. Ich wollte eigentlich schon einen Cut vorher machen und habe aber gedacht, es wäre ganz gut, wenn die Folge ein Happy End bekommt. Zum anderen drehe ich mehrere alternative Enden, weil ich immer nicht weiß, wie es ausgeht. Das heißt, ich hätte das wohl reinpacken können von dem Samstag, aber ihr habt letztendlich gesehen, am Samstag gab es eine Aufnahme und eine Maschine mit reinzunehmen, die im Endeffekt kommt und nicht läuft, ist auch keine gute Folge. Weil ich aus mit meiner Erfahrung weiß, neue Maschinen kommen, die haben anfangs ein paar Kinderkrankheiten und dann wird das abgestellt und dann laufen die. Ich glaube, das weiß aber ein Großteil von YouTube nicht und auch viele Leute, die nicht in der Landwirtschaft involviert sind. Ihr müsst wissen, diese Technik, das sind Einzelstücke. Also gemessen an anderen Herstellern, also gerade Strip-Till-Geräte, die bauen 40 Stück im Jahr. Das ist so ein kleiner Markt und das kann man jetzt nicht mit einem Horsch-Tiger oder so vergleichen, wo Hunderte, Tausende im Jahr vom Markt gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon gebaut werden. Und die ganze Technik ist ein bisschen Pionierarbeit. Vielleicht ist es in 10 Jahren anders. Vielleicht ist es in 10 Jahren, dass die Dinger laufen und die sind erforscht. Aber da braucht es halt auch welche, die das ausprobieren. So wie mich. Die sagen, okay, ich möchte das gerne auf 50 cm machen. Baut mir mal so ein Ding. So, das ist halt der springende Punkt. Und dann ist es ja so, dass ich bestimmte Tage habe zum Videoschneiden. Das heißt zum Beispiel, das Sonntagsvideo schneide ich samstags oder freitags abends. So, ich wollte das unbedingt noch mit dem Strip-Till-Gerät mit reinbekommen. Deswegen habe ich das morgens da noch aufgenommen und habe sozusagen da den Cut gemacht, weil, wie gesagt, dann hatten wir nur noch eine Aufnahme und hatten eigentlich den ganzen Tag zu tun mit dem Einstellen. Abends muss ich aber dann trotzdem Videos schneiden, damit es Sonntag läuft. Und wegen dem Zeitfenster, das muss auch immer passen, weil Lisi an den Abend den Anton ins Bett bringt und, und. Also das ist ja, ne, das ist ja nicht nebenbei. Also ich bin vollberuflich Landwirt und kein YouTuber. Und der nächste springende Punkt ist, mit Kapitel oder so wird gefragt, ihr müsst den Workflow verstehen. Es ist so, ich schneide das Video abends, bin dann meistens so 23, 24 Uhr fertig. Dann rendert das ungefähr 2 Stunden lang. Dann stelle ich mir morgens 1 Stunde früher den Wecker. Lade das hoch, mach das Thumbnail rein, schreib die Beschreibung und fahr dann los. Und so wie Sonntag zum Beispiel, muss ich dann davon ausgehen, das Video ist dann hoch, wird geprüft und kommt dann auch zu seinem Veröffentlichungsdatum raus. Ich kann ja nur, ich kann ja nur Kapitel hinzufügen, wenn das Video hochgeladen ist und fertig verarbeitet von YouTube. Das dauert meist noch 2-3 Stunden und da reicht die Zeit einfach nicht. Also Leute, da müsst ihr euch einfach durchklicken. Und wenn ich so viel sabbel, dann überspringt das einfach immer bis zu den Punkten, wo ihr Technik seht. Das ist ja nicht weiter wild. Und dann gibt es auch mal Folgen, wo wir viel sabbeln und dann gibt es Folgen, wo wir wenig sabbeln. Haben wir auch gemacht. Das ist der eine Punkt. Und dann ist es zum Beispiel, ja, wurde kritisiert, dass ich das schon beim schwarzen Fan gemacht habe. Jetzt beim Strip-Till auch wieder. Den schwarzen Fan gab es auch nur am Ende zum Sehen. Das ist so. Ich hatte den schwarzen Fan, weil ist so ein Ersatz und es geht bei mir auch ein bisschen dran vorbei. Ist jetzt nicht so ein Hype wie bei einigen und wenn ich dann am Ende so ein Video aufnehme und am Ende denke ich mir, oh, du hast den schwarzen Fan vergessen, du hast gar nichts dazu gesagt irgendwie. Und dann sitze ich halt am Küchentisch und denke, ja, du musst aber noch erwähnen, dass der schwarze Fan auch dabei ist. Und so, und dann guckst du dir deine Thumbnails durch und deine Bilder durch, was hast du, was sieht ganz interessant aus. Und wenn du nicht viel gemacht hast, dann musst du darauf auch mal zurückgreifen, ne? Das ist nun mal so. Und Interesse muss man auch wecken. Also wenn ihr mich jedes Mal im Auto genau so im Thumbnail seht, klickt keiner. Also müssen wir auch ein bisschen Technik drauf machen, damit ihr auch ein bisschen seht, was euch in der Folge erwartet. Aber nehmt es auch ein bisschen mit Entspannung. Also ich weiß gar nicht, warum sich immer einige darüber echauffieren müssen. Wenn eine Folge zu lang ist oder zu viel geredet wird, Leute, dann guckt es einfach nicht. Das soll ein bisschen der Unterhaltung dienen, das soll Spaß machen. Aber ich bin kein öffentlicher Rundfunk oder was weiß ich. Wenn euch das nicht gefällt, dann guckt was anderes. Ganz einfach. Und wenn ihr Technikvideos sehen wollt, dann guckt Technikkanäle, aber doch nicht mich. Genauso viel dazu mal gesagt. Also ich bin halt ein Dude, der Bock hat auf Ackerbau. Da liegt mein Schwerpunkt auch in den ganzen Videos auf Acker- und Pflanzenbau. Und Technik, klar, ist das Mittel zum Zweck. Aber nichts anderes. Ne? Technik ist ganz geil, aber hier auf dem Acker und im Boden, da liegt die wahre Kunst und da ist das Hauptaugenmerk bei mir in der Landwirtschaft. Und das müsst ihr verstehen und wer das sehen will, der guckt dazu und wer nicht, der nicht. Das finde ich ja auch nicht weiter schlimm. Ich bestelle jetzt meine Jungs ran und dann legen wir mal los. Wir gucken uns das Ganze dann mal innen beim Fahren an. Jetzt sind wir am Fahren. Erstes Fass ist draußen. Und ihr seht hier, da ist die Auslastung.
Wir fahren aktuell 9,5 km/h. Klar wäre da noch ein bisschen mehr, aber ich will das Ganze erstmal nicht zu doll strapazieren. Das sind auch gewaltige Kräfte, die überall dran wirken, am Kugelkopf, an den Unterlenkern. Und ihr seht selber, hier haben wir relativ viel Wildschaden aus dem letzten Jahr. Und es sieht hinterher richtig gut aus. Also die Maschine kommt damit problemlos klar. Das ist erstmal schon ein Vorteil. Sicherlich wird es irgendwo bei der Zwischenfrucht bei richtig viel Material Grenzen kriegen. Da müssen wir sicherlich irgendwann bei viel Biomasse mit einer Messerwalze oder so vorarbeiten. Kann ich mir gut vorstellen. Weil 50 cm hat nicht so den wahnsinnigen Abstand. Wenn wir mal gucken, hier habe ich das Ganze jetzt auf Kamera. Muss mir die aber noch ein bisschen besser anbringen. Weil die ganze doch schon... also ich muss auf jeden Fall auf der Straße die Hinterachse sehen. Die kommt extrem weit raus. Ein bisschen beeilen. Mit dem Ausheben. Was natürlich ist, also ohne die Liftachse und ohne die zusätzliche Kraft davon würde ich es nicht angehoben kriegen. Jetzt ist noch die Hydraulik sowieso ein bisschen kälter. Hebt das auch noch nicht richtig aus, da muss ich noch ein bisschen nachsteuern. Hat er gestern richtig gut gemacht, als alles warm war. Denk mal, da muss ich mir erstmal ein bisschen einspielen und ein bisschen üben bei dem Ganzen. Auf jeden Fall sehr gewaltig, das Ganze. Also Kurvenfahren ist ja gar nicht drin mit dem Ding. Ist aber auch verständlich bei den gewaltigen Kräften und Hebelwirkungen, die hier wirken. Also nur gerade. Ich denke mal, auf dem Stück hier werden wir auch das Vorgewende mit der Scheibenecke und Gülle machen und dann tief grubbern. Weil da müssen wir doch ein bisschen tiefer als 27 bei diesem Boden. Ich denke mal, alles andere sollte kein Problem sein, aber so könnte ich mir das schon doch vorstellen, dass es da sonst Probleme gibt hier am Vorgewende. Das ist alles ein Prozess, den müssen wir lernen. Wir müssen gucken, wo hat das System seine Grenzen, wo funktioniert es gut und wo nicht. Genau, ich muss ja jetzt sozusagen, wenn ich das Gerät in den Boden habe, die Achse komplett hochfahren, die schwebt denn da hinten. Und wenn ich es aushebe, muss sie halt runterfahren und muss auch helfen, das Gerät mit anheben. Und ich fahre als erstes die Achse runter und hebe dann an, damit ich auch auf keinen Fall negative Stützlasten bekomme. Weil das Ding ist noch in der Erde, das muss noch Erde mit anheben. Und die Gefahr ist da, wenn das Fass näher leer ist, dass man eine negative Stützlast bekommt. Und das ist der absolute Tod von jedem Kugelkopf und die Sicherung davon. Also ich habe gestern schon gesagt, fahrerisch muss man ein bisschen mehr können auf dem Ding, als nur mit der Scheibenecke rumbrettern, das ist wohl so. Aber wenn es dann am Ende auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt, dann ist doch alles gut, Leute. Was wollen wir denn mehr? Soweit erstmal. Ich habe mir schon ein langes HDMI-Kabel mitgenommen. Habe schon überlegt, werde mir das vielleicht da oben auf dem Verteilerkopf eine Kamera raufbauen für den Stream und für die YouTube-Aufnahmen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall. Bis dann erstmal. Leute, da sind wir wieder. Dienstag und wir haben eine Menge gebaut. Ja, ich habe jetzt da oben einen zweiten Zylinder, einen anderen Zylinder und kann mit den beiden Zylindern sozusagen den Rahmen richtig hochklappen, damit die Räder richtig Platz haben zum Ausschlagen. Dadurch habe ich auch einen längeren und einen besseren Federweg, also das fährt sich auch dadurch ein bisschen deutlich besser. Die Problematik war aber, wir mussten dazu aber auch den ganzen Verteilerkopf 17 cm anheben. Haben wir provisorisch erstmal gebaut, Hauptsache wir können fahren. Ich bekomme die Tage aber nochmal einen richtigen Umbau, nächste Woche wohl, also da wird nochmal was angefertigt. Da mussten wir die ganzen Schläuche nachsetzen. Das ging dann bis kurz nach 23 Uhr. Oh Mann, und ich wollte eigentlich auf den Dienstag, also heute wollte ich eigentlich den Vlog rausbringen, damit ihr das seht. Hier habt ihr mal den direkten Vergleich, da kommt es aus der Erde. So Leute, so sieht's aus. Strip-Till gegen, das ist Strip-Till, das ist gegrubbert. Man muss aber sagen, er macht hier sehr viel Erdbewegung. Also hier der Boden ist halt sandig, weich. Je schwerer der Boden ist, desto weniger Erdbewegung hat er. Hier zieht er sich auch relativ leicht durch, sodass wir 10-11 km/h fahren. Aber es sieht gut aus. Wenn man dann anfängt zu graben, dann sieht man, dass er eigentlich nur oberflächlich so ein bisschen mit der Erde gespielt hat, aber in dem Bereich ungefähr, aber dass da unter sich die Erde gar nicht bewegt hat, sondern er die nur einmal kurz angehoben hat, dadurch bricht die ja so auf, das ist wie ein Tiefenlockerer und dann
wird dabei die Gülle abgelegt hinter das Schar und das Ganze wieder zugepackt. Das ist heute der Plan. Wir sind heute mit zwei Zubringern. Detlef hat mit der Spritze zu tun. Das ist auch ein Ding. Wir waren gestern eigentlich beim Spritzen-TÜV. Letzte Woche ging noch alles. Ohne Probleme. Jetzt mal ranfahren, jetzt kommt Svenny. Hab die Spritze gewaschen, alles sauber gemacht. Alles gängig. Na, was heißt alles gängig? Ging ja. Und jetzt lässt sie sich nicht mehr aktivieren. Also irgendwo was mit der Elektronik. Das ist natürlich ärgerlich. Das müssen wir normal zum Spritzen-TÜV. Irgendwas ist in Elektronik, dass sie sich nicht einschalten lässt. Und war Detlef sozusagen umsonst da. Jetzt ist Detlef heute bei der Spritze bei. Genau, warum Spritzen-TÜV? Man muss alle zwei Jahre, wir hatten gestern schon im Stream die Diskussion, ich bin der Meinung, eine neue Spritze nach drei Jahren und dann alle zwei Jahre zum Spritzen-TÜV. Was wird da gemacht? Da wird im Prinzip geguckt, ist sie dicht, passt die Applikation, passt die Verteilung, dass nirgendwo zu viel Pflanzenschutz rauskommt, funktioniert alles einwandfrei. Kommt auch nirgendwo ein Tropfen raus, der da nicht rauskommen soll. Das ist irgendwo gerechtfertigt, dass das alles so auch kontrolliert wird. Es ist also, sagen wir nicht gerechtfertigt, es ist vertretbar und verständlich. Also das ist okay. Ähnlich wie ein TÜV beim Auto. Müssen wir mit unserer Pflanzenschutzspritze sozusagen machen. Ja, deswegen habe ich heute nur zwei Zubringer. Wir sind relativ dicht bei. Da hinten ist die Anlage. Hier ist ja dieser Streifenversuch. Ja, hier haben wir das ja angelegt. Werde ich mal gleich mit der Drohne noch mal Aufnahmen machen. Genau, wir haben also gestern bis 13:30 ungefähr gefahren oder sind wir gefahren. Habe ich mich noch festgefahren. Gar nicht richtig festgefahren, aber wenn der Boden so ein bisschen lehmig, schmierig ist, hat man halt keinen Grip mehr und bleibt dann stehen. Ne? Dann musste ich mich da einmal noch mal rausziehen lassen. Und ansonsten, genau, dann war der um 14 Uhr, 14:30 ungefähr von Vollmer da und hatte dann die Teile dabei. Und dann hatten wir natürlich Martin, der Meister von Schröder, und er ist genau so ein Künstler wie Detlef. Also der macht einen alles wieder funktionstüchtig und ein Top-Typ. Ich habe extra nochmal nachgefragt für euch, er war Lehrling des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern. Und der ist super kompetent und der schmeißt den Laden auch schon seit Ewigkeiten. Martin, auch nochmal hier, danke, weil Martin guckt meine Videos. Und Martin hat jetzt Urlaub und selbst in seinem Urlaub kam er gestern an und hat uns dann noch unterstützt. Dann die Liftachse einstellen mit den ganzen Drücken, das war auch gar nicht so einfach, wie man sich das irgendwie vorstellt. Das war wirklich Learning by Doing und wir haben es wieder nicht aufgeschrieben, Martin. Ansonsten, ich würde sagen, ich lasse es dann für diese Folge, die war kurz und knackig, glaube ich, oder besser, und alles andere rutscht dann in die nächste Folge rein. Ich weiß nicht, was heute noch kommt, was noch passiert, aber das schneide ich dann in die nächste rein, weil heute Abend wollte ich eigentlich Videos schneiden. Und sage dann erstmal wieder danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.